Hallihallo meine Lieben, es ist wirklich ein bisschen komisch, nach einem halben Jahr Pause auf einmal sich wieder vor eine Kamera zu pflanzen und das Reden wieder anzufangen. Wie versprochen, ich bin wieder zurück. Ich möchte mich ganz vorab bei euch bedanken. Ich habe so viele liebe Zuschriften in der Zeit bekommen, auch als ich mich von euch verabschiedet habe von einem halben Jahr. Und dass der Kanal einfach weiterhin gewachsen ist in der Zeit, hätte ich gar nicht erwartet. Also einfach nur danke für eure Geduld und einfach euer Interesse und eure Unterstützung an meinem Content. Ja, was habe ich im letzten halben Jahr gemacht? Ich habe ehrlich gesagt, jeder, der mich kennt, was Gesundheit angeht, ich habe eine Leidenschaft für das Thema, das ist schon ein bisschen abnormal. Ich fuchse mich einfach super gerne in so viele verschiedene Bereiche da rein, sei es Heilpraktikerausbildung, Gesundheitswissenschaften, Studium, Fitnessstudio, Personal Training als Beruf. Ich bin da halt sehr breit aufgestellt, aber einfach nur aus wirklich purem Interesse, weil ich alles verstehen möchte und das alles irgendwie immer miteinander zusammen kombinieren möchte. Und ich habe dann in dem letzten halben Jahr wirklich überlegt, wie soll es eigentlich für mich beruflich weitergehen, weil man irgendwie in so viele Bereiche auch immer eingetaucht ist, überall da gearbeitet hat, gelernt hat und irgendwann muss man natürlich auch definieren, wo soll die eigene Zukunft dann wirklich hingehen. Ich habe mich dann auch jetzt echt entschieden, bei diesem Personal Training zu bleiben, weil mich das all die Jahre jetzt schon begleitet hat, ich da so viel Erfahrung sammeln durfte und so viele tolle Erfolgserlebnisse auch in kurzer Zeit bewirken konnte. Das ist einfach so ein Gefühl der Dankbarkeit, was einen da immer dann durchströmt. Und da habe ich echt gemerkt, wow, da kann ich einfach alles kombinieren, was mir immer Spaß gemacht hat, mit Leuten zusammenzuarbeiten, das Wissen aus den verschiedensten Bereichen zu synthetisieren, um dann einer Person in einem längeren Zeitraum die begleiten zu dürfen, die Entwicklung mit zu beobachten, die sie dann durchläuft. Also das habe ich jetzt eigentlich im letzten halben Jahr gemacht, mich da wirklich versucht, selbstständig eben zu machen. Das heißt versucht, also mir ist halt eben alles aufzubauen, war natürlich nicht einfach, aber ja, deshalb seht ihr auch so ein bisschen dieses ganze Rebranding jetzt hat. Der Kanal Cleaner Living Journey, den musste ich jetzt, ich habe den jetzt hat getötet. Nee, also ihn gibt es natürlich irgendwie inoffiziell immer noch, aber ich habe ihn jetzt halt umbenannt eben auf mein Coaching Zenfit, weil ich muss sagen, Clean Living Journey ist entstanden einfach aus diesem inneren Wunsch, immer schon mein Wissen, meine Erfahrungen zu teilen. Ein bisschen amateurhaft hat das alles angefangen und dementsprechend cringing, wenn ich an die Videos zurückdenke mit der schlechten Qualität, dem schlechten technischen Equipment, sage ich mal so. Aber es hat einfach gegen Ende, finde ich, für mich selber ein bisschen Hand und Fuß verloren. Ich glaube auch eben, weil ich beruflich nicht mehr genau wusste, wo es auch weitergeht, für mich jetzt speziell hatte ich keine Ideen mehr, was ich auf diesem Kanal noch posten soll. Es ist eben abgedriftet, dieses ganze Fermentieren, dass dann nur noch Fermentiervideos auf einmal erschienen sind. Es hat mir einfach dann echt ein bisschen die Inspiration gefehlt und jetzt halt möchte ich die Chance einfach auch nutzen, diesen Kanal, den ich mir da aufgebaut habe, jetzt noch mal ein bisschen mehr mit meinem Beruf auch zu verbinden. Und ich freue mich da jetzt auch wirklich, euch mehr mitnehmen zu dürfen in meinen Alltag, einfach ein bisschen direkter und persönlicher mit euch zu reden. Wie gesagt, ihr müsst euch keine Sorgen machen. Die Idee von Cleaner Living Journey, das ganzheitliche Gesundheit, das wird es immer hier geben auf diesem Kanal, weil das ist auch mein Beruf. Wer mehr zu mir, meiner Person erfahren möchte, kann gerne auch meine Webseite angucken. Aber ansonsten, vom Thema, von der Idee her, wird es hier weiterhin auf diesem Kanal immer um ganzheitliche Gesundheit gehen. Aber ich freue mich einfach, euch noch mal ein bisschen mehr mitnehmen zu können, auch in meine Arbeit, dass es einfach irgendwie alles mehr Hand und Fuß hat. Und wie ihr seht, ich habe auch mir euer Feedback zu Herzen genommen, ein bisschen mehr mein Equipment geupgradet. Auch danke an ein paar ganz besondere Zuschauer, die mich da auch echt unterstützt haben. Und gesagt haben, hey, komm, ich will dich da auch pushen, lass doch mal ein bisschen das Ganze auch upgraden. Also vielen Dank und ich freue mich jetzt einfach auf einen kleinen Neuanfang mit Zenfit. Und bin selber gespannt, was das jetzt alles so mit sich bringt auf diesen neuen Beginn. Dann sehen wir uns einfach jetzt halt immer nächste Woche Donnerstag, nicht mehr Dienstag, immer donnerstags, jetzt wöchentlich wird es Videos von mir geben und eben alles rund um das Thema Gesundheit, fit sein und wie du dein Leben, deine Fitness auf das nächste Level bringen kannst und immer mit deinem Körper arbeiten kannst und nicht mehr gegen ihn. Also, ich freue mich auf euch. Bis bald.